Ich habe ja schon gesagt, dass es total schwachsinnig ist, eine Ausgangssperre für Männer nachts einzurichten, aber ich will trotzdem, dass ihr mal darüber nachdenkt. Es ist schwachsinnig, eine Ausgangssperre zu machen, aber wir denken drüber nach. Okay. Wenn man als Frau zurzeit 100% sicher sein will, dann darf man nachts nicht raus. Das heißt, wir sind die Opfer und müssen die Konsequenzen tragen. Aber es würde ja immer noch, wenn alle Frauen daheim bleiben würden, solche Übergriffe gehen, nur werden sie dann halt wahrscheinlich gegen Männer gerichtet. Ich meine, es gibt ja jetzt schon welche, die gegen Männer gerichtet sind. Würden wir alle Männer abends nicht mehr rauslassen, dann wären bestimmt 99,5% mindestens der Täter nachts daheim, weil fast. Ja, wäre aber trotzdem schwierig, oder? Überleg doch mal, Mädel. Du würdest potenziell die Unschuldsvermutung in den Müll schmeißen und sagen, wir machen jetzt eine, ja, wir sagen jetzt allen Brudi, du musst zu Hause bleiben. Freiheitsberaubung. Machen wir jetzt aber, weil schwierig. Also bleiben alle Männer zu Hause. Ja, ich verstehe das. Logische dahinter, wie du meinst, in Anführungszeichen. Du gehst davon aus, da viel weniger Frauen Täter sind, wären es viel weniger Männer, die unschuldig wären und die dann zu Hause bleiben müssten. Okay, gut. Das Problem ist aber, du würdest potenziell allen Menschen suggerieren, dass sie in einem Kollektiv schuld sind und das ist eine Kollektivstrafe, musst du damit ausgehen. Davon gehst du aus, das ist eine Kollektivstrafe. Du würdest diesen Menschen sagen, die müssen zu Hause bleiben. Stell dir vor, ich würde sagen, muslimische Menschen, vor allem muslimische Männer, müssen zu Hause bleiben ab 21 Uhr, weil sie vielleicht in der Kriminalitätsrate auf irgendeinem Grund höher sind, warum auch immer. Variablen sind nochmal eine andere Sache. Und deswegen sage ich jetzt einfach, bla, die müssen zu Hause bleiben. Würdest du nicht, also das sage ich jetzt ironisch, also ganz ehrlich, das ist totaler Bullshit, das macht man nicht. Weil du würdest suggerieren, dass alle Menschen tendenziell erstmal schuld an der Tat des anderen sind und dass sie nur wegen einer bestimmten Zugehörigkeit zu irgendeiner Gruppe schuld sind. Und das kannst du nicht machen, sorry, aber das ist erstens vollkommen gegen das Grundgesetz. Das macht man nicht. Und es ist auch moralisch total verwerflich. Weil es geht auch in unserer, sagen wir mal, freiheitsliberalen Welt erstmal davon, gehen wir erstmal hier in Deutschland davon aus, dass du erstmal rausgehen darfst, wann du möchtest. Du solltest trotzdem darauf achten, wie es dir geht und dass es dir gut geht und dass du nicht einer Gefahr, also du musst dich ja nicht unnötig in Gefahr bringen. Und deswegen ist es natürlich auch unfair, dass viele Frauen nicht rausgehen. Gut, das kann ich verstehen. Das ist durchaus schwierig, aber auch Männer würden, glaube ich, nicht sagen, dass sie ungefährlich in einer Großstadt leben. Also keiner von denen würde sagen, oh, geil, da ist jetzt eine aggressive junge Gruppe, ich gehe mal dahin und frag, ob die Bock haben, sich zu fighten, weil fünf schaffe ich auf jeden Fall locker allein. Keiner von denen hat da Bock drauf. Da gibt's immer Schwierigkeiten. Also als Mann wirst du abgestochen, als Frau wirst du vergewaltigt. Also beides ist nicht Knorke. Kann man darüber streiten, was jetzt schlimmer ist, aber grundsätzlich ist es in Großstädten halt schon gefährlicher geworden. Abends. Das muss man sagen. Und da sollte man durchaus gegen solche Straftaten vorgehen und Kriminalität präventiv runtersenken. Gut, darüber können wir streiten, aber es bringt halt nichts, die Leute halt alle zu Hause zu lassen und denen quasi die Freiheit zu berauben, rauszugehen. Das wird halt nichts bringen. Also, es würde vielleicht notgedrungen was zu irgendwas führen, aber es würde gegen jegliche Grundlage unserer Gesetze und gegen jegliche Moralvorstellung bei uns gehen. Und das wirst du ja nicht erwarten, dass man das potenziell sofort macht. Also, du würdest es auch nicht wollen, dass man Frauen zum Beispiel, weil sie ja. Ja, die Verantwortung mit der Pille haben, dass man sie zwingt, jeden Tag die Pille zu nehmen, damit sie nicht auf die Idee kommt, mal die Pille abzusetzen und der Mann das nicht weiß und sie dann schwanger wird. Genauso würdest du sie im zweiten Schritt zwingen, das Kind zu behalten oder zwingen, das Kind abzutreiben. Das geht nicht. Das geht gegen unsere Grundgesetze und gegen jegliche Moralvorstellungen, die wir haben. Da gilt es einfach,
dass die Person selbstbestimmt und freiheitlich entscheiden darf. Ja, was soll ich dazu sagen, Leute? Dass nichts davon Frauen sind. Und der Großteil der Opfer dürfte nachts raus. Die Männer, die sonst Opfer werden würden, wären auch sicher. Und es wären wesentlich weniger unschuldige Menschen eingesperrt. Natürlich kann man das nicht machen und es ist keine effektive Lösung, aber rein logisch gesehen macht es mehr Sinn, als was aktuell die Konsequenz ist, nämlich dass man als Frau halt dann einfach daheim bleiben muss. Ich habe ja schon gesagt, dass. Also, es macht keinen Sinn, aber es ist logisch. Ja gut, Dankeschön für den Beitrag. Okay, also wenn du allein der Zahl anbelangt, also wenn du jetzt nur um die Zahl gehst, gut, da kann ich verstehen, ja gut, es ist nur die Zahl. Dann sagen wir mal, wenn von 10 Männern 5 gewalttätig sind und von 10 Frauen nur eine, klar, dann kann ich verstehen, dann sind es weniger potenzielle Opfer, die zu Hause bleiben müssen. Aber du kannst das nicht wirklich mit unserem Ge Grundgesetz vereinbaren und mit moralischen Vorstellungen. Das wird schwierig. Das kriegst du nicht raus. Also, die darüber schwadroieren kann man. Also, Theorie, ist ja egal. Aber du wirst es nicht auf irgendeiner Handlung schaffen, das so zu machen. Also rein gesetzlich nicht. Jo, das war Patzki, der das in Discord reingepackt hat. Ich fand's halt sehr logisch. Logisch in log, also unlogisch logisch. Das ist, ich fand's einfach utopisch witzig. Wollt's mal reinpacken. Wie findet ihr es? Und so, Miss Blaup. Miss Blau. Ah, ja, entschuldigen Sie, Ihr Name war zum Teil verdeckt durch ein Fleischkloß. Wie ich schon sagte, ich bin nicht bereit, alles zu nehmen. Nicht so wie Sie an einem Buffet. Also, was haben Sie für mich? In meinem Schreibtisch einen Deodorantstift. Dafür gebe ich Ihnen einen kleinen Tipp, der gehört unter Ihre Arme. Weil Sie die noch abspreizen können. Ja, wie ich sehe, sind Sie jemand, der mitten im Leben steht. Also wollen wir sehen, dass wir Sie hier so schnell wie möglich rausbekommen. Wie viele Semester haben Sie studiert? Ich wollte auch mal was zum Lachen haben. Waren Sie in der Grundschule? Poke High. Obwohl ich Sie fett und abstoßend finde? Erzähle ich Ihnen gern die Geschichte von meinen 4 Touchdowns in einem Spiel. Oh ja, man hat ja so selten jemanden, der Highschool-Football gespielt hat, in einem Personalbüro. Hören Sie, Blob. Blob? Ich kenne Ihren Namen. Sie sehen einfach aus wie ein Blob. Und jetzt lege ich mein Schicksal in Ihre schwitzigen, aufgedunsenen Hände. Ich suche eine Karriere, nicht nur einen Job. Wissen Sie, sowas wie ein Arzt, der den ganzen Tag an Titten rumfingert. Das wäre ein Narkosefacharzt. Aber keine Sorge, ich glaube, wir haben etwas für einen Mann mit Ihren Qualifikationen. Sagen Sie mal, können Sie irgendetwas? Naja, ich bin von Natur aus neugierig. Zum Beispiel frage ich mich die ganze Zeit, wie stark dieser Stuhl ist, auf dem Sie sitzen.